Ihr müsst den Pfahl anheben, ihn senkrecht zum Ende der weißen Linie bringen und ihn dann in das Loch dort stecken. Wenn ihr den Pfahl auf dem Weg fallen lasst, müsst ihr wieder von vorn anfangen. Hört sich einfach an. Ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Oh shit, so. Verfluchte Scheiße. Seid nicht beunruhigt, Meister. Versucht es noch einmal. Okay, muss ich die Tasten alle gedrückt halten? Okay, muss ich nicht. So ist es einfach. Und geschafft. Na endlich. Und jetzt? Bekomme ich trotzdem nichts. Schön. Finde eine Nadel im Heuhaufen oder gehe in die Unwelt. Die Stadtkasse muss wohl leer sein, wenn ihr das Geld persönlich auftreiben müsst. Nein, Meister Madadin, so schlimm ist es auch nicht. Das Feiertagsturnier und die Spendenaktion sind einfach alte Bräuche. Leider verarmen die Bürger Königsteins immer weiter. Es gibt immer weniger Wagemutige, die mitfeiern wollen. Und in diesem Jahr ist unser Ziel wirklich hochgesteckt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Mittel ausreichen, die wir aufbringen können, um es zu erreichen. Sicherlich wird der Kardinal eure Finanzen aufbessern. Schließlich geht es hier um den Bau eines Denkmals für den siegreichen Christus. Ach, ich wünschte, ich könnte das glauben. Leider setzt seine Eminenz Großzügigkeit mit Verschwendung gleich. Wie heißt er denn? Freund. Hör auf, Freund. Hör auf. Er mag dich. Er gehört dir. Wirklich? Kümmere dich gut. Hörst du das, Freund? Kommst du mit mir? Ich danke euch. Los geht's. Wie random war das jetzt bitte? Ich war völlig random. O Herr, bewahre mich vor der Sünde der Barmherzigkeit. Okay, beide Punkte sind da hinten. Dies ist ein guter Ort für eine Reise in die Unwelt. Vater unser aller König, nimm uns unsere Schwäche, damit wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Und ziehe das Böse aus der Finsternis, damit wir es in deinem Namen besiegen können. Amen.
Okay. Okay. Die Unwelt. Du bist in die Unwelt gekommen, um die Wahrheit aufzudecken. Dein Leben hängt von dem Licht ab, das hier von dir ausgeht. Wenn du es verlierst, stirbst du. Also, So. What? Welches Licht? Splitter. Okay, das ist cool gemacht hier. Splitter. Die Lichtstrahlen, die während des Gebets sichtbar sind, zeigen dir die Standorte der Splitter. Wenn du sie alle sammelst, wirst du Visionen des Heiligtums erleben. Okay. Machen wir nochmal das Tagebuch auf. Keine Ahnung. Egal. Laufen wir weiter. Lichtquelle. Der Lichtquelle ist ein Ort, an dem du dich verstecken kannst. Aktiviere ihn, um Licht aus ihm zu extrahieren. Dadurch wird eine Barriere geschaffen, die der Atter nicht durchdringen kann. Außerdem regenerierst du dein Licht. Ich verstehe das Ganze hier noch nicht ganz. Also was wir jetzt hier genau machen, was genau das hier für eine Welt ist. Und was der Atter ist. Wenn du stirbst, wirst du am Lichtquell wiedergeboren. Wieso sollte ich sterben? Ja, da ist der zweite Splitter. Okay. Der Atter. In der Unterwelt gibt es ein Wesen, das dich ständig verfolgt. Den Atter hüte dich vor ihm. Den Atter meiden mit dem Gebet kannst du weniger sichtbar für den Atter werden. Du kannst dich in den gefundenen Verstecken vor seinen tödlichen Blicken verstecken. Oh. Okay. Ist ein bisschen wie eine Kamera. Man muss sich dem Lichtschein entfernen wahrscheinlich. Ihr hättet mir die Maske verkaufen sollen. Oh shit. Hexenjagd. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um loszulaufen. Sieht crazy aus, das Vieh. Und da haben wir jetzt den dritten Splitter.
Brut des Adders. Einige Inseln in der Unwelt werden von der Brut des Adders kontrolliert. Die aus Dunkelheit bestehenden Phantome greifen dich an, wenn du ihnen in die Quere kommst. Das Gebet hilft dir, ihnen auszuweichen. Ich verstehe es zwar immer noch nicht ganz, aber egal. Euer Amulett hat euch verraten. Heiligtum. Begib dich zum Heiligtum, nachdem du alle Splitter gesammelt hast. Dort wirst du eine Vision des Heiligtums erleben. Okay, die anderen sind weg. Wieso auch immer. Und hier sind wir wahrscheinlich wieder geschützt. Ihr hättet mir die Maske und das Kostüm verkaufen sollen, als ich Ned gefragt habe. Hexe! Ihr fragt euch sicher, woher ich wusste, dass ihr eine Hexe seid, was? Euer Amulett hat euch verraten. Wir werden uns wiedersehen. Das glaube ich nicht. Leb wohl, Freund. Wahrscheinlich würde es mehr Sinn machen, wenn man die ganze Geschichte kennen würde. Und nicht nur einfach so mitten ins Spiel geworfen wird bei der Demo. Aber gut. Sprich mit dem Händler. Wie ich vermutete, war der Händler unaufrichtig. Ich bin gespannt, was er sagen wird, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Kleiner Dieb, ein in Lumpen gekleidetes Kind erschien aus dem Nichts und stahl mir meinen Beutel mit Schersken. Liliana. Liliana scheint eine selbstbewusste Kokette zu sein und ihre Schönheit lässt sich nicht leugnen. Es wundert kaum, dass man sie zu Königin des Mummenschandes erkoren hat. Ich wette, dass die meisten Männer hier bei ihrem Anblick zusammen anfangen. Sicher träumen sie alle davon, sie beim diesjährigen Mummenschanz zu eskortieren. Doch diese Ehre ist demjenigen vorbehalten, der das Turnier beim Jahrmarkt gewinnt. Guido von Herzen ist der Bürgermeister von Königstein. Er scheint ein gutes Herz zu haben. Amelia, das Mädchen, ist offenbar eine Waise. Vermutlich lebt sie von dem, was sie auf der Straße findet oder stiehlt. Sie ist ein lebhaftes Kind und sehr viel mutiger, als ich es in dem Alter war. Scharfrichter Roland, ein grimmiger Kerl mit einer hässlichen Brandnarbe im Gesicht. Eins muss man ihm lassen, sein Erscheinungsbild passt hervorragend zu seinem Beruf. Der Händler, er mag auf den ersten Blick umgänglich erscheinen, doch tatsächlich ist er gierig und hinterhältig. Der Sohn des Händlers, ein pickelgesichtiger Junge mit sadistischen Neigungen und einem bösen Blick. Jemand sollte dem Burschen etwas Disziplin beibringen. Der Adder stellt in der Unwelt eine tödliche Bedrohung dar. Er verfolgt jeden, der sich in sein Reich wagt. Man kann ihn nicht besiegen, man kann ihm nur aus dem Weg gehen. Freund, ein Hund, der einst einer Hexe gehörte, die ein Händler auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Er ist ein sturer, aber freundlicher Köter. Na gut, das sind jetzt einfach Hinweise. Nichts mehr zu sagen haben.
Ich brauche Wein. Die Umwelt hat mir Lebenskraft geraubt, wie immer. Aber erst muss ich mit dem Händler sprechen. Der verdammte Krämer hat gelogen. Er hat die Maske nicht gekauft. Wieso Wein? Naja. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt das Kostüm des fidelen Scharfrichters nicht gekauft. Ihr habt es von der alten Frau, die ihr auf dem Scheiterhaufen verbrannt habt. Woher wisst ihr das alles? Erwischt. Ihr seid narr, wenn ihr glaubt, dass ich mich euch erklären würde, man kann die Wahrheit nicht vor einem Inquisitor verbergen. Man kann die Wahrheit nicht vor einem Inquisitor verbergen. Habt ihr das nicht gewusst? Vergebt mir, Meister. Ich wollte nicht von meinen Kunden darüber sprechen. Sie würden meine Waren nicht kaufen, wüssten Sie, dass sie eine Hexe war. Eine echte Hexe. Ich habe Gutes getan, als ich sie tötete. Ihr hättet genauso gehandelt. Mhm. Gebt mir Ihr Alraunen-Amulett zurück. Das heilige Offizium duldet kein Lynchen. Nur Inquisitoren dürfen Menschen zum Scheiterhaufen verurteilen. Und das nur nach einer gründlichen Ermittlung. Ihr seid kein Inquisitor, oder? Wachen! Ja, Meister? Der Händler hat ein Vorrecht des Inquisitors verletzt. Bringt ihn ins Verlies. Das war's. Lasst mich! Ich habe nichts Unrechtes getan! Sie war eine Hexe! Nehmt eure verdammten Hände von meinem Vater, ihr Schurken! Dann könnt ihr gleich mitnehmen. Der Bengel hat den Hund gequält. Stellt ihn den ganzen Tag an den Pranger. Lasst die Kinder Pferdemist nach ihm werfen. Das wird den Lehren, Tiere mit Respekt zu behandeln. Mit Vergnügen, Meister. Ah, au! Tja. Au! Das habt ihr davon. Und was ist mit dem Stand? Euer Leben hängt am seidenen Faden. Und ihr macht euch Sorgen um eure Ware? Schafft mir diesen Drecksack aus den Augen. Nein, ich flehe euch an. Das ist alles, was ich habe. Jetzt, wo das geklärt ist, könnte ich etwas Wein gebrauchen. Etwas Wein. Ich finde, ich habe das gut geregelt. Oh, doch. Das ist die Puppenkiste. Habt ihr etwas über den Vampir gehört? Mein Herr, ich habe Gerüchte über Vampire, Teufel, Hunde und Katzen gehört, die zusammenleben. Eine Massenhysterie. Ich hörte sogar von einem Drachen in der Nähe von Krakau, den niemand besiegen konnte, bis ein Betrunkener auftauchte und mit dem Ungeheuer um die Wette trank. Angeblich dauerte Natürlich. Das Wettsaufen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Im Morgengrauen rannte der Drache sofort zum Fluss und schluckte so viel Wasser, dass er platzte. Die Leute reden hier über alles Mögliche. Alles Unsinn. Das Einzige, was sie ausspucken können, wenn sie betrunken sind. Ist euer Wein gut? Feinster rheinischer Jahrgang, Meister Inquisitor. Süß wie der Körper einer Jungfrau und stark obendrein. Und er ist auch nicht verdünnt? Bei den Nägeln und Dornen!
Würde ich köstlichen rheinischen Wein mit Wasser mischen? Das wäre ja kriminell. Eher würde ich mir die Hand abhacken. Das macht dann 5 Silberengel. Das ist ein wahrhaft edles Getränk. Also nehmt 6. Das heilige Offizium zahlt. Da seid ihr ja. Habt ihr die Maske? Beim Schwert des Herrn. Das hatte ich ganz vergessen. Männer, ihr habt bis morgen Zeit. Jetzt kommt, bringt mich nach Hause. Auf dem Weg dorthin erzählt ihr mir, warum ihr nach Königstein geschickt wurdet. Wenn es kein Geheimnis ist. Das nicht. Es wird sowieso bald in aller Munde sein. Das heilige Offizium erfuhr von einem Vampir in der Stadt. Ich soll rausfinden, ob da was dran ist. Ein Vampir in Königstein? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Das heilige Offizium hört viel mehr als gewöhnliche Menschen. Und wie habt ihr vor, ihn zu finden? Ich beginne mit den Gasthäusern, höre mir die Gerüchte an, frage beim Personal und den Stammgästen nach. Dann solltet ihr unbedingt in der Kessen-Nixe vorbeischauen. Das ist das beliebteste Gasthaus der Stadt. Der dicke Gastwirt weiß sehr wahrscheinlich alles, was in Königstein so vor sich geht. Gut, dann folgen wir mal Lilian. Lasst uns verschwinden. Geht nicht mehr. Bleibt hinter mir! Ach. Schnell und tödlich. Scheiße. Shit, 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 shit. Das ist mies, 3 gegen 1. Aber das war's. Hilfe! Dreckige Diebe! Tötet sie im Namen des Herrn! Rotmäntel, weg hier! Wir danken euch für eure Hilfe. Ihr kamt gerade rechtzeitig. Gott wollte es so. Wer waren die Angreifer? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen von ihnen erkannt. Den da kenne ich vom Hafen. Gehörte wohl zu dieser Bande. Wir haben euch gesucht, Herrin. Der Kardinal wünscht, euch in der Kathedrale zu sehen. Ihr da. Wer seid ihr? Sagt es mir. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesse-Hesron. Verzeiht die Aufdringlichkeit, Meister Madadin. Willkommen in Königstein. Ich werde den Kardinal unterrichten. Seine Eminenz ist zurzeit beschäftigt, aber er wird gewiss später mit euch reden wollen. Kommt zur Kathedrale zwischen dem 1. und 2. Läuten der Glocken zur Vesper. Das ist die Zeit, in der der Kardinal zu den Gläubigen spricht. Kümmert euch nicht um die Leichen dieser Schurken. Die Stadtwächter werden sich ihrer entledigen. Sagt dem Kardinal, ich werde da sein. Bitte verzeiht meine Schroffheit, Mortimer. Dieser Überfall hat mich aus der Fassung gebracht. Leider muss ich euch verlassen. Die Pflicht ruft. Wir sehen uns morgen beim Mummenschanz. Die Pflicht. Dann arbeitet sie für den Kardinal. Gut zu wissen. Gut, ich würde sagen, wir belassen es hier mal bei diesem Einblick hier in die Demo. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange weit gehen. Allerdings überzeugt mich das Ganze hier nicht so. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich
hätte bei dieser Geschichte irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also nicht bei der Geschichte. Die Geschichte finde ich eigentlich interessant. Und das Spiel hat auch was, aber irgendwie ist es für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Irgendwie so zwischendrin. Manche Dinge sehen gut aus, manche Dinge schlecht. Die Animation, naja, kann man sich darüber streiten. Wie auch die Synchronität der Lippen. Und die Texturen, ja, manchmal gut, manchmal schlecht. Also, ich weiß ja nicht. Das überzeugt mich einfach nicht ganz so sehr, wie ich erwartet hätte. Denn eigentlich ist es schon ein schönes Spiel. Und im ganzen Paket sieht es ja auch gut aus, aber I don't know, ich weiß nicht. Da haben mich andere Demos mehr überzeugt, die ich gespielt habe. Das... Oder hängen ja Leute, muss ich sagen. Von daher belassen wir es mal hier bei dieser einstündigen Demo. Beim Einblick hier in The Inquisitor. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht noch bei einer anderen Demo. Mal schauen. Oder sonst einfach auf dem Kanal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.